Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Bildungswerk live, heute mal wieder aus Idar-Oberstein. Mein Name ist Sigrid Quint und neben mir seht ihr die Petra Czaplikowski, meine Kollegin. Wir machen das ja immer gemeinsam. Und wir haben heute wieder ein Thema in Bezug auf lustiges Kreuz- und Querdenkrätsel. Heute haben wir uns mal wieder dran gütlich getan, uns um die Ernährung und Nahrung, aber im allerweitesten Sinne zu kümmern. Und ja, wir haben uns wieder ein paar Gedanken gemacht. Es findet immer irgendwas im weitesten Sinne von Nahrung oder Ernährung in entweder den vorgegebenen Worten oder in den zu lösenden Worten statt. Ich wollte euch gerade erst mal kurz ein Beispiel nennen, dann sage ich euch auch, um was es geht. Wenn wir zum, oder ich zum Beispiel vorgebe, Ruhrstadt-Edition. So, jetzt muss man überlegen, was ist eine Ruhrstadt? In dem Moment Essen. Nahrung. Und Edition nennt man auch eine Ausgabe. So ist es die Essensausgabe. Oder ich habe noch ein weiteres Beispiel. Adliger Nonsens. Adlig ist in dem Moment der Kaiser oder könnte natürlich auch König, aber jetzt haben wir den Kaiser. Nonsens, Schmarren. So, damit haben wir den Kaiserschmarren. Genau so. So müsst ihr dann einfach übersetzen. Wir haben, die Petra hat auch vorbereitet, die Silben zu zeigen, damit es ein bisschen einfacher wird. Wir haben ein relativ kurzes Wort dieses Mal, aber das hat es auch in sich. Und wir haben also als großes und ganzes Wort Mehlherstellungsdauer. Das müsst ihr jetzt übersetzen in ein anderes Wort, was gesucht wird, wobei wir euch natürlich behilflich sind. Mehlherstellungsdauer. Das ist das Hauptwort, was gesucht wird und übersetzt werden muss. Ich nenne euch bei den Lösungsworten die Silbe, den Buchstaben und die Petra sagt euch die Position. Ja? Gut, ich würde sagen, wir So fangen mal machen an. wir es. Petra, du bist auch bereit. Genau. Genau. So, da hast du netterweise auch noch was ergänzt dran. Sehr gut. Wir suchen am ersten Moment ein nautisches Geschmacksorgan. Ein nautisches Geschmacksorgan. Jetzt muss man überlegen. Schaut mal, da oben stehen die ganzen Silben. Wir haben auch diesmal Mehrfachsilben, Mehrfachworte oder auch kurze. Werdet ihr gleich sehen oder wenn ihr es rausfindet. Bei der nautisches Geschmacksorgan hätte ich gern den vierten Buchstaben. Und der kommt an die Position 5 unseres gesuchten Begriffs für heute. Ihr seht, wir suchen 10 Buchstaben. Ja, und Sigrid, heute hast du uns ganz schön schwere Aufgaben gestellt. Echt? Ja, finde ich schon. Ja, aber ich habe ja gesagt, das hat es trotzdem in sich, auch wenn es nur 10 Buchstaben hat. Weil wir kommen jetzt mal zum zweiten Vorschlag. Fertig gekochte Innereien. Also Innereien sind zum Beispiel mein Ding überhaupt nicht, gar nicht. Also manche Leute lieben es ja, aber also fertig gekochte Innereien. Jetzt müsst ihr oben mal wieder schauen, was wir da im Angebot hätten haben. Und hierbei hätte ich von dem gesuchten Wort den fünften Buchstaben. Gerne. Und der kommt an die Position 7 unseres gesuchten Begriffs. Und für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, wir suchen heute ein 10-buchstabiges Wort mit der Umschreibung Mehlherstellungsdauer. Was auch immer das sein mag. Mehlherstellungsdauer, ja. Aber wir wiederholen ja nachher sowieso noch mal die Begriffe. Schaut einfach mal. Wir kommen zum nächsten. Esstisch der Vorfahren. Ich habe gesagt, ganz weite, im weitesten Sinne was Ernährung und Essen oder Nahrung zu tun hat. Esstisch der Vorfahren. Hier brauchen wir den zweiten Buchstaben vom Wort. Und der kommt an Position 3 des gesuchten Begriffs. Die vierte Möglichkeit. Ein Staat,
indem man Diät hält. Ein Start oder Start, indem man Diät hält. Oben wieder die Silben. Und hier, weil es ist ein relativ langes Wort, da hätte ich gerne den 11. Buchstaben. Und der kommt ganz ans Ende des gesuchten Begriffs an Position 10. Genau. Entschuldigung. Umriss einer Menschenmenge. Das ist die nächste Möglichkeit zum Lösen. Umriss einer Menschenmenge. Ach, Zufall. Und hier auch den 11. Buchstaben. Genau, und der kommt diesmal nicht ans Ende des Ach gesuchten so. Begriffs, sondern an den Anfang, an die Position 1. Einmal vorne, einmal hinten, Genau. ne? Der gefällt mir jetzt so besonders gut, wieder mal. Die nächste Möglichkeit, die wir zu bieten haben, ist ein Kugelhund. Ein Kugelhund. Der 4. Buchstabe, bitte. Der kommt aber auch an die vierte Position des gesuchten Begriffs. Schaut mal ganz in Ruhe. Das fand ich den lustigsten Begriff. Gell? Den finde ich auch schön. Okay. Als nächstes haben wir Fels der Tränen. Fels der Tränen. Vom Lösungswort bitte den 6. Buchstaben. Und der kommt an die Position 8. So fehlen jetzt noch 3 Buchstaben. Aber wie gesagt, wir wiederholen es nochmal. Abgasreiniger im Fruchtbrei. Abgasreiniger, wie nennt man das noch? Im Fruchtbrei. Was sagt man auch noch zu Fruchtbrei? Buchstabe 5, bitte. Und der kommt an Position 2. Heute kommt mal wieder an einigen Begriffen, wenn man sie zusammensetzt, wo man dann überlegen muss, was bedeutet das denn eigentlich, fand Ja. ich zumindest. Ja, das stimmt, das ist auch so. Also, wenn ich so Querkreuz denke, Rätsel löse, selbst für mich privat, dann denke ich auch manchmal, Da muss man es halt ein, zweimal lesen und dann anders betonen und dann passt es auch. Ne? Aber es geht mir genauso. Genau. Gut. Jetzt hätten wir im Angebot einen inhaltslosen Bauernhof. Auch wieder ganz weit um die Ecke denken, Fantasie freien Lauf lassen, gehört im weitesten Sinne zu Nahrung und Ernährung. Also inhaltsloser Bauernhof. Hier brauchen wir den 3. Buchstaben vom Lösungswort. Und der kommt an Position 6 unseres gesuchten Begriffs der Mehlherstellungsdauer. Man könnte schon was erahnen, oder? Wenn man ein paar Begriffe erraten konnte, ganz bestimmt. Ja. Dann haben wir noch zum Schluss eine Vorspeise aus optischen Elementen. Vorspeise aus optischen Elementen. Buchstabe 5, bitte. Genau, und dann sollte, wenn alle Worte erraten wurden, nur noch die 9. Position von unserem Lösungswort frei sein. Und dann hätten wir schon das Wort Mehlherstellungsdauer eventuell geraten und gelöst. Aber ich wiederhole noch mal ganz kurz für die, die ein bisschen später dazugekommen sind, dass auch alles seine Ordnung hat. Nummer 1 war nautisches Geschmacksorgan.
Buchstabe 4 auf Position 5. Fertig gekochte Innereien. Buchstabe 5 auf Position 7. Esstisch der Vorfahren. Buchstabe 2 auf 3. Staat, in dem man Diät hält. Buchstabe 11 auf 10. Umriss einer Menschenmenge. Da haben wir durch Zufall wieder den Buchstaben 11 und der kommt aber auf 1. Dann der schöne Kugelhund. Buchstabe 4 auf 4, auf Position 4. Fels der Tränen. Buchstabe 6 auf die 8. Der Abgasreiniger im Fruchtbrei. Buchstabe 5 auf Position 2. Der vorletzte Begriff. Inhaltsloser Bauernhof. Da brauchen wir 3 auf Position 6. Den dritten Buchstaben auf Position 6. Und die letzte Möglichkeit. Vorspeise aus optischen Elementen. Linsen, Position 5 auf, nein, Buchstabe 5 auf Position 9. Und das beim letzten Wort, Mensch. Das war dann die kleine Hilfestellung für Ja. alle. Gut. Wir machen es heute, glaube ich, ein ganz klein bisschen anders wie sonst, ne? Genau. Wir warten trotzdem einen Moment, ne? Genau. Und wenn jemand die Lösung erraten hat, dann schreibt sie heute einfach in den Chat. Genau. Und wer die Lösung für sich behalten möchte, behält sie für sich. Genau. Warten wir noch gerade einen Moment. Und dann wollen wir mal die 10 Begriffe lösen. Nautisches, und ich versuche zu übersetzen. Nautisches Geschmacksorgan. Nautisch in dem Moment halt die See, Nautik, das Geschmacksorgan, die Zunge. Und so haben wir die Seezunge. Fertig gekochte Innereien. Fertig kocht ist gar und die Innereien in dem Moment die Nieren. Und dann ist das zusammengesetzt, garnieren. Das ist ein so ein Wort, wo man sich Stimmt. überlegt, gar und Nieren, Nieren gar Nieren, hä? Was soll das wohl sein? Ja, aber wenn man es wirklich so ein bisschen betont, ist es garniere, ne? Ob die Platte oder sonstiges halt oder den Tisch oder was auch immer. Garnieren. Der Esstisch der Vorfahren. Ein Esstisch ist auch eine Tafel, an der man vielleicht garnierte Sachen zu sich nimmt. Und die Vorfahren sind die Ahnen. Und damit haben wir die Ahnentafel. Der Staat, in dem man Diät hält. Staat übersetzt auch mit Land zum Beispiel. Und in dem man Diät hält, abnehmen. Und daraus wurde dann das Abnehmerland. Der also Waren von uns nimmt. Umriss einer Menschenmenge. Umriss, Form. Eine Menschenmenge könnte man auch, oh, was ein Auflauf.
Und so haben wir die Auflaufform. Ah, und der Kugelhund, ja. Übersetzt direkt mit Rollmops. Kugel, Roll, Hund, Mops, der Rollmops. Feld der Tränen. Fels in dem Moment der Stein, Tränen, Weinen. So haben wir dann den Weinstein, der nicht so besonders angenehm ist, wenn man ihn in den Mund bekommt. Also geht. So, jetzt haben wir noch den Abgasreiniger im Fruchtbrei. Abgasreiniger, Cut im Auto. Und Fruchtbrei, Mousse. Und dann kann man das zusammensetzen und hat das Gewürz Muskat. Die letzten beiden. Inhaltsloser Bauernhof. Inhaltslos, leer. Einen Hof nennt man auch Gut. Und so haben wir das Leergut, was im weitesten Sinne ja dazugehört, zur Nahrung. Und die letzte Möglichkeit, Vorspeise aus optischen Elementen. Vorspeise ist in dem Moment die Suppe, könnte natürlich auch ein Salat sein. Ach, das gibt es bestimmt auch noch als Salat, natürlich, gell? Und die optischen Elemente sind die Linsen. Natürlich, hätten wir auch einen Salat nehmen können. Aber in dem Moment haben wir die Linsensuppe. Ja, das waren die Übersetzungen von den vorgegebenen Wörtern. Und wir haben halt aus der Mehlherstellungsdauer die Mahlzeiten machen können. Also Mehlherstellung mahlen und die Dauer sind Zeiten. So haben wir die Mahlzeiten, den wir uns auch bald zu Gemüte führen werden, wenn es so Richtung 12 geht. Ja, das war's für heute wieder mit dem Kreuz- und Querdenk in lustiger Weise. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für die nächsten zwei Live-Sendungen. Morgen ist die Petra wieder in der Regie mit der Andrea Wecker. Und die Andrea Wecker stellt Pilates an der Wand vor. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört, könnte ich mir aber sehr interessant vorstellen, so als die Wand, so als zum Abstützen oder ja, um Körperspannung aufzubauen. Aber das gucken wir uns dann morgen an. Das ist um 14.30 Uhr. Und am Freitag macht der Kollege Frank Decker, zeigt euch rheinland-pfälzische Wanderwege am Wasser. Das hört sich doch allein schon traumhaft an, oder? Das ist um 9 Uhr morgen früh. Genau. Dann, ja, Bildungswerk live heute zusammen mit der Petra. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, froh und munter. Und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.